Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Wir reagieren heute leider, muss man sagen, wieder auf Nathan. Aber was soll man machen, wenn er über einen redet? Ich hatte mit ihm ja letztens eine Debatte, schaut euch die gerne an, über Cancel Culture und freien Diskurs sollte es eigentlich gehen. Darüber haben wir dann leider nicht geredet, sei schon geredet, weil Nathan ständig vom Thema abgelenkt hat und mir ein moralisches Standgericht bereiten wollte. Naja, nach dieser Debatte, die dann von Nathan abgebrochen wurde, weil er ja nicht damit einverstanden war, dass ich gesagt habe, dass wir halt freundlich miteinander umgehen sollten und Menschen nicht ohne Grund Transfeindlichkeit vorwerfen sollten, also was diese Woke-Bubble ja gerne macht, danach hat er die Debatte halt verlassen und ein Gespräch mit Hakon geführt, wo die beiden, so wurde mir jedenfalls zugetragen, über mich geredet haben. Naja, und das schauen wir uns heute an. Bin mir auch nicht sicher. Sicher bin ich mir nicht. Ich will mal gucken. Hakon? Also stellenweise hat mein Gehirn ziemlich gebritzelt, als ob jemand eine Tüte Brausepulver draufgekippt hätte. Ja, ich frage, also ich frage mich bei solchen Leuten immer, das ist vielleicht einfach irgendwie so ein. Ich weiß nicht, ob das Unsinn ist, aber wahrscheinlich ist es Unsinn, ist auch unnötig. Aber ich frage mich halt immer, ob die das wirklich ernst meinen, ne? Also ob dahinter steckt so, also dass der, ob der schon weiß, dass er einfach ein Rechter ist und er dahinter irgendwie so eine Art Strategie verfolgt. Dann hat dieses Phantasma, dass ich ein Rechter werde und wäre und zu belegen, damit versucht er es halt, dass ich halt sage, wir sollten freundlich miteinander umgehen und Leuten nicht ohne Grund Transfeindlichkeit vorwerfen. Daraus macht Nathan nun, ich wäre transfeindlich. Also komplett bescheuerte Woke-Projektion, beziehungsweise das Erfinden von Lügen, wie wir es ja von Dara und anderen aus dieser Bubble auch schon regelmäßig kennengelernt haben. Folgt. Also, dass das irgendwie so eine neue Strategie von ne, neuen Rechten ist, sozusagen, okay, wir packen jetzt das Label links auf rechts drauf. Rechten. Also ich, der ständig Werbung fürs BSW macht, gehöre jetzt nicht nur zu den Rechten, sondern zu neuen Rechten. Also neue Rechte, wer sie nicht kennt, das ist so Armin Mohler, Götz Kubitschek. Also das ist neue Rechte, wenn ihr da eine ungefähre Einordnung haben wollt. Da gehöre ich jetzt angeblich zu. Und dann holen wir mehr Leute zu uns. Oder ob der wirklich glaubt, dass der links ist. Ob der so bescheuert ist, dass der wirklich glaubt, dass der links ist. Das ist Das ist etwas. Ich bin gegen Neoliberalismus, ich bin für eine friedensfördernde Außenpolitik, Frieden und Umverteilung. War das nicht mal links? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir nicht einfach ab jetzt überall das Label rechts draufkleben. Schreibt schon einer im Chat, oh je, der Nathan. Ja, sorry, tut mir leid, Leute, aber wenn dieser Typ dauernd über mich redet und mich meint, diffamieren zu müssen, dann reagiere ich da halt drauf. Mir wurde schon so häufig geschrieben, ja, es bringt doch nichts, auf diese Leute zu reagieren, die überzeugt man eh nicht. Und ich weiß es, das sind fest überzeugte Ideologen, die sind in ihrer kranken, menschenverachtenden Ideologie komplett drin. Sie hassen alles, was andersdenkend ist. Also sie sind komplett intolerant, diese Leute, und sie wollen jeden vernichten, der ihrer totalitären Ideologie nicht vollkommen folgt. Und ja, Politopia hat ja auch schon vorgeschlagen, dass wir diese Leute nicht Wokisten, sondern Nazischisten nennen sollen. Also eine Mischung aus Narzissten und Opportunisten, die faschistoide Methoden anwenden. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch definiert habe. Aber ich halte das tatsächlich analytisch für nicht so schlau. Ich halte tatsächlich den Begriff Woke oder Wokisten für am schlausten. Weil man dann diese Opfergruppenideologie drin hat. Also diese Woken, die glauben ja an so eine Opferpyramide. Also keine Ahnung, Schwarze, Lesbische, Behinderte, Intersexuelle, sonst was, Enzes sind am diskriminiertesten, selbst wenn sie ein Milliardenvermögen haben. Aber der normale Arbeiter, der weiß, heterosexuell und ist und keine psychischen Störungen hat, der ist angeblich privilegiert, obwohl er in den letzten 20 Jahren, in den letzten 30 Jahren in bestimmten Gehaltsklassen gar keine Reallohnzuwächse hatte. Also das ist diese komplett wirre Ideologie, das ist dieses identitäre Denken, was wir auch grundsätzlich ablegen müssen. Also dieser Woken-Ideologie legt ja schon ein identitäres Denken zugrunde, was wir grundsätzlich ablehnen müssen. Also die Gesellschaft in solche Opfergruppen zu unterteilen oder marginalisierte Gruppen, auch ein bescheuertes Wort. Das sollten wir grundsätzlich ablehnen. Da sollten wir überhaupt nicht drauf eingehen. Wir sollten auf die materiellen Verhältnisse schauen, wir sollten uns anschauen, welche Klassen gibt es, welche Interessen haben die Menschen, was ja, gibt es gerade für Politik zu machen und nicht, welche irgendwie identitär definierte Gruppe ist irgendwie benachteiligt oder so. Das ist völlig falsches Herangehen. Also man könnte, also wie gesagt, egal ob man ja jetzt auf die Hautfarbe geht, aufs Geschlecht, auf die Haarfarbe, auf die Augenfarbe, ihr könnt jedes identitäre Merkmal nehmen. Also
Ich habe von Neidern letztens gelernt, wie gesagt, psychische Krankheiten sind anscheinend auch eine Marginalisierung, inwiefern das auch. Also völlig irres Konzept. Das sollten wir grundsätzlich ablehnen. Also deswegen, wir sollten gar nicht von uns proppen, wir würden uns für marginalisierte Gruppen einsetzen. Wir sollten dieses Konzept der Marginalisierung komplett ablehnen. Damit die Leute gut finden, ja. Im Umkehrschluss. Aber tatsächlich erlebt man hierbei immer ganz wilde Wahrnehmungsverschiebungen. Weil du kannst ja sicher sein, dass die Person jetzt sich von ihrer Community komplett feiern lässt, naja, wie sie dich vernichtet hat und dass da faktisch argumentativ argumentiert wurde und dass du nur Mumpitz geredet hast. Das ist ja, das wird ja jetzt hundertprozentig so stattfinden auf der anderen Seite. Exakt, weil das auch so war. Also ich habe versucht, sachlich zu argumentieren, dass es auf Twitch eine Cancel Culture gibt, die vor allem von einer Woken Bubble ausgeht. Was man an zahlreichen Beispielen, Orange Morange, Skuros, KuchenTV, Nemesis aktuell sehen kann. Und dass das halt extrem gefährlich für den freien Diskurs ist. Neidhan hat ja immer gesagt, darüber rede ich nicht, zu KuchenTV sage ich nichts. Also Neidhan hat komplette Diskursverweigerung betrieben und versucht, mir irgendwelche moralischen Vorwürfe zu machen. Soll ich nicht mal nachschauen? Ja, ja, natürlich, klar. Aber bei dem, als da gesagt wurde, ja, du machst uns Linken irgendwie das Leben oder die Arbeit kaputt, ich krieg's jetzt inhaltlich nicht mehr ganz so hin. Da musste sogar ich sehr laut lachen. Ne? Und ich habe gesagt, Neidhan würde gegen die linke Twitch-Bubble schießen. Und das macht er auch. Er gehört nicht zu unserem politischen Lager. Er ist ein politischer Gegner. Er und seine Ideologie müssen widerlegt werden. Wer mich kennt, ich habe ja gar keine Emotionen. Da ist ja nichts. Was, ich mache den Linken die Arbeit kaputt? Das habe ich gar nicht. Was hat er gesagt? Also irgendwo wurde auf jeden Fall, hat er sich als links bezeichnet. Irgendwie seriöse Linke wie wir oder Linke wie wir und dann meinte aber eindeutig sich selbst damit. Das fand ich schon wirklich lustig. Ich habe linke Twitch-Bubble gesagt und habe als Beispiele Imp und Erwin angeführt. Schon witzig dann, ne? Ja. Aber ist auch, ich glaube, Erwin bezeichnet sich, glaube ich, selbst auch als links. So, warte, jetzt machen wir ein kleines Quiz. Was glaubst du, wie er sich selbst bezeichnet? Also was für eine politische Richtung, wie er sich bezeichnet? Demokrat und jetzt, wo ich halt eine Partei habe, die ich unterstütze, BSWler. Kommst du nie drauf. Klassisch links kann man es auch nennen, weil es gerade einer im Chat schreibt. Nee, komm ich nicht. Warte, ich will irgendwas ganz Absurdes. Links-republikanisch oder so. Nein. Sozialdemokrat. Natürlich. Ja, das ist... Er sagt, er ist ein Sozialdemokrat, ja. Gab es Äußerungen in Richtung Abschiebung oder woher kommt es mit dem Sozialdemokraten? Keine Ahnung. Habe ich auch nicht erlebt. Also, vielleicht will er Kommunisten erschießen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wow, Sozialdemokrat. Na. Demokrat beziehe ich mich tatsächlich, ja, der Begriff ist auch schwammig, beziehe ich mich tatsächlich auf die SPD der 50er bis 90er Jahre. Also auf die SPD Willy Brandts und Oskar Lafontaines. Nicht auf die SPD aus der Weimarer Republik und auch nicht auf die SPD der Agenda-Zeit. Also wie gesagt, einen besseren Begriff, den gibt es wohl nicht. Ich könnte mich auch als linksliberal bezeichnen, aber das sind ja gefühlt 80% des politischen Spektrums in Deutschland. Das ist ja keine gute Einordnung. Als Sozialdemokrat, ist man da automatisch transfeindlich oder wo kam der? Man kann das auch klassisch links nennen. Take auf einmal her. Anscheinend. Ne? Das sind dann die echten Linken, wenn die auf ein Ausweisdokument pochen bei der Benennung von Menschen. Wie ist denn diese? Nicht mal gemacht. Ich habe Tessa Ganserer, also guckt euch unser Gespräch nochmal an, wenn euch der Fall jetzt, ja, SPD heutzutage kann man natürlich vergessen. Ich, wie gesagt, die SPD der 50er bis 90er Jahre, also vom Godesberger bis zum Berliner Programm, das ist die SPD, die ich noch gewählt hätte. Was Transfeindlichkeit angeht, also ich habe gesagt, dass man Menschen nicht als transfeindlich verleumden soll, wie beispielsweise Sinan Zwoche oder Marie-Louise Vollbrecht oder Alice Schwarzer oder Beatrix von Storch, wenn sie evident nicht transfeindliche Sachen sagen. Und daraus will mir Neidhan jetzt drehen, ich sei transfeindlich. Also komplett irre, diese Bubble. Also ja, das ist das gleiche Lügengebäude, was wir schon bei Dara sehen. Und das scheint sich durch diese komplette Bubble zu ziehen. Das Gespräch überhaupt zustande gekommen. Ich stehe ja immer quasi vor veränderten Tatsachen, weil ich quasi in meiner kleinen Welt hier fast nichts mehr mitkriege. Das war auch ziemlich witzig, wie das zustande gekommen ist. Der ist bei mir in den Streamchat gekommen und ich habe da gerade über meine Behinderung.
Naitan redet mit Hakon. Geredet und über Autismus und was für Probleme ich in sozialen Situationen habe. Und er hat dann den Chat vollgeschissen und hat ihm gesagt, Naitan, ich fordere dich zu einem Talk heraus. Nimm an, also, du Feigling und so weiter. Ne? Und dann haben das die geschrieben, aber gut. Also, ich habe Naitan auf Twitter ein Gespräch angeboten. Anschließend hat Naitan mehrere Tage nicht reagiert. Dann habe ich mir gedacht, okay, frage ich ihn mal in seinem Twitch-Chat. Ich würde Nathan niemals eine Privatnachricht schreiben, weil ich zu dieser Bubble völlig berechtigterweise, wie ich jetzt weiß, keine Vertrauensbasis habe. Ich würde davon ausgehen, dass die Privatgesprachen niemals einhalten würden und einen bei der erstbesten Gelegenheit hintergehen würden und beispielsweise private Nachrichten leaken würden. Also ich traue dieser Bubble nicht über den Weg. Mit jedem anderen politischen Lager würde ich private Absprachen treffen. Mit diesen Leuten, nachdem ich dort schlechte Erfahrungen gemacht habe, mit Dara, würde ich das nicht mehr tun. Und deswegen habe ich ihn halt öffentlich angefragt. Sie haben halt freundlich darauf hingewiesen, dass es hier gar nicht um ihn geht. Und dann hat er halt weitergemacht. Und dann haben sie ihn gebannt. Und dann hat er auf Twitter gepostet, ha, seht ihr, dieser Naitan hat Angst vor mir. Ich wurde gebannt, Naitan zum Mod Tilted Floste für seine intolerante Walk-Ideologie kritisiert habe. Da habe ich ihm dann geschrieben, dass er aufhören soll, die Hose voll zu machen. Nachdem ich Naitans Verbündeten Tilted Floste, ich weiß nicht, ob der in dem Chat irgendeine Stellung hat, kritisiert habe, da würde ich dann gebannt. Und ich ihn entsperrt hätte. Dann kam er wieder rein bei mir und hat wieder in den Chat geschrieben. Da ging es allerdings dann, ne, habe ich dann drauf reagiert. Und ich dachte, hä, was stimmt denn nicht mit dem, ne? Und letzten Endes haben wir dann irgendwie es hinbekommen. So, und habe ich ihm dann irgendwann gesagt, also, ich habe Naitan eine Twitter-Nachricht geschrieben. Darauf hat er nicht geantwortet. Dann habe ich in seinen Chat geschrieben, da wurde ich dann gebannt. Dann hat er mir auf Twitter geantwortet und seine Antwort war nicht, ja, ich nehme das Gesprächsangebot an, sondern seine Antwort war, hör auf, dir einzuscheißen. Das ist keine Antwort auf mein Gesprächsangebot. Soll sich einfach über Discord melden. Und im Nachhinein habe ich mir dann angeguckt, wieso der so komisch reagiert hat, weil der, als der dann das zweite Mal bei mir in den Kanal kam, hat er sich auf seinem Kanal, meinen Kanal im Livestream angeguckt, ist in den Chat reingegangen, hat da was reingeschrieben und hat dann den Livestream pausiert, hat sich dann darüber aufgeregt, dass ich nicht antworte auf das, was er reingeschrieben hat, während ich antworte, aber es war ja pausiert, und macht dann irgendwann weiter und dann sagt er, seht ihr merkt, der Naitan hat Angst vor mir. So. Ganz offensichtlich, aber das ist ja schon ein super Foreshadowing gewesen, in welcher Opferrolle da jetzt gerollt wurde. Das sind ja mehrere Purzelbäume durch die ganze Turnhalle, was da passiert ist. Also wenn man sich einfach so in die Aufmerksamkeit reindrängt, wie so ein kleines Kind an der Kasse, das Süßigkeiten möchte. Also, ihr müsst wissen, Naitan hat an alle anderen Streamer so eine Aufforderung rausgehauen. Komm, also wenn du in der Form deines Lebens bist, ich zerquetsch dich trotzdem wie so eine kleine Tomate. Das war seine Wortwahl. Und er hat gesagt, dass er ja quasi alle, ja, wie gesagt, das war seine Ansage. Also so ziemlich Drachenlord-mäßig, kommt alle her, ich zerstöre euch. So klang das für mich. Und da dachte ich, okay, frage ich ihn mal an. Lexi hat ihn übrigens auch angefragt. Ich glaube, das kann ich euch kurz zeigen. Hier auf Twitter erstmal kurzes Shoutout an den guten Jesus. Wer ihn noch nicht kennt, ist ein Twitter-Account, von dem habe ich das Video hier. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was die gute Lexi Naitan jetzt schon seit einigen Tagen Obwohl, jetzt muss ich noch zum Account von Lexi kommen. Wartet, kann etwas dauern. Bin ich unsortiert. Ist ja so ein blöder, so ein Walken-Hetzer, also von denen gibt es ja genug. Ah, hier sind wir. Ich hatte Naitan dann noch gefragt, nachdem er unser Gespräch abgebrochen hatte, hey Naitan, wollen wir unsere Diskussion weiterführen? Du hast dich aus der Debatte gestohlen. Hat Naitan bis heute nicht drauf geantwortet. Solltet ihr Naitans Chat noch nicht gebrannt sein, fragt ihn mal, was er von diesem Angebot hält. Ich meine, er hat sich ja, wie gesagt, aus der Debatte gestohlen. Lexi hat ihm auch ein Gesprächsangebot gemacht. Hey Naitan, du sollst ja solch eine stabile Person sein, so wie du ja auch so gebildet bist. Würdest du mit mir in den Talk gehen und mir nochmal deine Ansicht über Geschlecht erklären? Da ich eine Transfrau bin und Geschlecht anders sehe, brauche ich deine Kompetenz. Also das hat Lexi ihm geschrieben, wenn ihr die Streamerin kennt. Naja. Und ihr könnt es euch denken, Naitan hat mich und Lexi selbstredend ignoriert. Und Lexi hat auch danach, also nachdem ich mit Naitan Talk hatte, mit mir auch nochmal Talk gemacht und mir Recht gegeben in der Tessa Ganserer Sache. Also sie sieht das genauso wie, also sie sieht das sogar noch härter als ich. Sie hatte sich ein bisschen mehr mit dem Fall beschäftigt. Und sie meinte, Tessa Ganserer habe nicht mal eine Geschlechtsdysphorie und sei gar keine Frau. Also, Naitan kann ja mal mit Lexi reden. Sie ist ja eine Betroffene. Und mit Betroffenen soll man ja laut der Woke-Ideologie zuhören. Also da frage ich mich, warum Naitan nicht mal auf Lexis Gesprächsangebote eingeht. Naja.
Aber vermutlich sind alle Betroffenen, die etwas anderes sagen als die Woken-Ideologen, nur rechte Token. Nehme ich mal ganz stark an. Ich meine, Nathan könnte Lexi auch einfach antworten. Dann von der Mutti nichts in den Einkaufswagen gelegt bekommt, das ist natürlich, dann bist auch du schuld. Ja, definitiv. Definitiv. Also das ist auch, also so absurd, überhaupt irgendwie davon auszugehen. Also er geht ja dann in dem Moment davon aus, dass ich in dem Moment, wo er wieder den Livestream wieder auf Play drückt, dann in dem Moment, wo er sich entscheidet, den wieder auf Play zu drücken, ihm dann die erwünschte Antwort gebe. Und wenn ich es nicht tue, genau in diesem Moment abpasse, dann bin ich auf jeden Fall der Angsthase. Habe ich mir schon gedacht, mein Gott, ey, das ist auch wirklich eine ganz spezielle Blitzbirne, ne? Ja, also da ist auf jeden Fall, da war jetzt auch sehr viel Schönes dabei, ne? Hast du so einen kompletten Lieblingsmoment gehabt von dem Talk jetzt, wo du sagst, um Gottes Willen, da hätte ich mir selber vor Lachen fast eingeschissen? Ja, also wo er von mir Belege verlangt hat dafür, dass er der AfD zuarbeitet und ich ihm dann Belege liefere und er dann also so sagst du von wegen, ja, warum konfrontierst du mich jetzt mit Sachen und aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten, bla 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 und so weiter und so fort. Und ich dann sage, ich kann die also, auch abspielen und er dann sagt, nein, auf. Kennender BSW-Unterstützer. Also ich weiß nicht, wie blöd diese Leute sich noch stellen können, aber. Das BSW ist eine Partei. Die AfD ist eine andere Partei. Es sind zwei verschiedene Parteien. Also BSW und AfD, beide Teilmenge der Menge Parteien. Aber es sind beides zwei unterschiedliche Teilmengen. Wenn ich jetzt sage, ich bin Teil der Teilmenge BSW, dann kann ich nicht Teil der Teilmenge AfD sein. Also ich weiß nicht, auf welchem Low-Level ich das noch erklären muss. Also ich weiß auch, dass ich es Leuten wie Neitern nicht erklären muss. Diese Leute denken sich ja Lügen über andere aus, um sie diffamieren zu können. Und so machen sie das bei mir, so haben sie es bei Erwin gemacht, so haben sie es bei Imp gemacht, so haben sie es bei Sinans Woche gemacht, so haben sie es bei Marie-Louise Vollbrecht gemacht, so haben sie es bei Lucy gemacht, so haben sie es bei KuchenTV gemacht, bei Nemesis, bei jedem, der ihrer Ideologie in auch nur einem Punkt widerspricht, machen sie das so. Sie denken, BSW ist AfD 2.0 und deswegen... Ist das Diagramm für Sie ein Kreis? Ja, ja. Diese Leute sind komplett durch. Wie gesagt, das sind unsere politischen Gegner. Gar keinen Fall abspielen. Da habe ich dann schon gedacht, mein lieber Gott, also das ist schon ein Einschiss, der ist schon. Ja, das der war hat schon Fehler. So einige Kuriks, ne? Das abspielen lassen sollen, denn das, was er da vorgespielt hätte, hätte ja belegt, dass er gelogen hat. Aber das wusste ich ja in dem Moment nicht. Ich dachte, er hätte sich da irgendwelche Schnipsel auf Twitter oder so zusammengeschnitten. Ich wusste ja nicht, dass er exakt aus dem YouTube-Video was zeigen will. Das hätte ich wohl, wie gesagt, auch mit diesem absurden Vorwurf. Also ich wäre auch nie im Leben drauf gekommen, dass man sich so einen Schwachsinn ausdenken kann. Also... Lustig, ne? Da kam auch immer irgendein Satz hinterher. Warum versuchst du mich gerade, oh, ich krieg's aber jetzt, warum versuchst du mich ideologisch klassifizieren zu framen? Ich weiß nicht, ich meine, das ist für mich auch die sechste Stunde. Pseudo-religiös zu framen. Pseudo-religiös war auch sein pseudo-religiös. Aber wenn ich pseudo-religiös bin, bin ich doch eigentlich nicht religiös, oder? Das ist doch eigentlich... Das ist für mich eine komplette moralische Abwertung. Ja, genau. Also, was soll diese quasi religiöse Begeisterung für die Frage, ob es nur zwei Geschlechter gäbe? Das habe ich ihn gefragt. Moralische Abwertung, moralisch-religiöse Abwertung. Okay, moralisch-religiös, das heißt im Endeffekt, dass du... Das war an einer anderen Stelle, aber egal. Da quasi dogmatisch bist und nicht abrücken kannst von dem, was du für richtig hältst. Naja, genau. Da würde ich jetzt aber mal voreingenommene Art und Weise, die aber blöderweise auch in sehr vielen Punkten recht geben müssen. Also Transfeindlichkeit ist halt einfach ein absolutes No-Go. Das hat dann auch mit moralisch-religiös nichts zu tun, sondern das ist einfach richtig. Ne? Trans Rights are human rights, da wird auch nicht diskutiert, da gibt es auch keine Nuancen und so weiter. Ja. Das ist relativ einfach. Das ist relativ einfach, ja. Das ist Die Scharia, die ist auch die Nulllinie, da gibt es auch keine Nuancen, da darf man nicht von abrücken, sagte der Islamist. Wenn ich jetzt unterstelle, dass er transfeindlich wäre, da kann man nicht von abrücken, gibt es auch keine Nuancen, sagte der Wokist. Oder wie gesagt, Proletopia will diese Leute ja Nazischisten nennen, aber das, wie gesagt, halte ich agitatorisch zwar für sinnvoll, aber analytisch nicht. Einfach, man versteht halt auch einfach nicht, warum Leute damit ein Problem haben, weil es sie in ihrem Leben in keinster Weise irgendwie einschränkt, wenn man Transfrauen einfach Frauen sein lässt. Das habe ich noch nie verstanden, warum das so ein Riesenproblem ist für Leute, werden wir, glaube ich, auch so in der Form nicht erkennen. Nicht, wieso es ein Problem für Leute ist, wenn andere Leute völlig unproblematische Aussagen machen, wieso sie sie dann für transfeindlich erklären müssen, ohne dass es dafür Belege gibt. Das verstehe ich wirklich nicht. Was hat ein Sinan, was hat eine Lucy, was hat eine Beatrix von Storch schlimmes Transfeindliches gesagt? Oder eine Lexi. Also Lexi hat ja mehr oder weniger Sinan und mir nicht nur recht gegeben, die hat es ja ziemlich, ziemlich deutlich formuliert. Wie gesagt, da könnte Neitan mit Lexi ja mal drüber reden. Also warum nimmt er Lexis Gesprächsangebot denn nicht an? Warum nimmt der Proletopias Gesprächsangebot nicht an? Können, habe ich so den Eindruck. Weil de facto, also es gibt ja auch Menschen, die mit Schwulen Probleme haben oder mit lesbischen Menschen, ne? Und dann denke ich mir, ja, Jürgen, aber das hat doch jetzt mit dir gar nichts zu tun. Jetzt lass doch die Leute einfach, wenn sie so fühlen, dann können die doch so leben. So, wenn du nicht
du musst doch da gar nichts machen. Du musst keine Angst haben, Jürgen, 50 mit Halbglatze. In dich wird sich schon nicht verliebt, keine Sorge. Ja. Es geht nicht um dich, aber die wollen mich ficken, Hakon, ich weiß nicht ganz genau. Nee. Wenn ich bei Tinder da unterwegs bin und die Jungen ja. Hüpfen alle auf mich fliehen und ich dann mit denen zu Hause auf einmal ins Schlafzimmer stehe und dann lassen die Hose runter und dann ist da auf einmal ein Feuerwehrmann anstatt einer Mumu, einer Muschmusch. Ja, wie soll ich denn da, ne, da habe ich Angst vor. Ich möchte nicht... Nö, also vielen Dank für das Einordnungsgespräch und dann würde ich sagen, mache ich mal weiter hier, ne? Das war ja eher jetzt ein süßes Pläuschen, ne? Ich habe ja, also konstruktiv bin ich ja selten, jetzt schon gar nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall eine kurzweilige Zeit als Motto am heutigen Abend. Und du hast das, um jetzt mal produktiv zu sein, du hast das sehr gut eingeordnet, hast sehr gut Gegensprech geleitet, dass Frauen behandelt haben. Ja, das kann ja. schon sein. Ja, sie wollen das ist aber auch nur mein philosophischer Standpunkt zu dem Thema. Sie wollen in der Machtposition bleiben, möchten nicht, dass sich da irgendwas dran ändert, weil sie quasi Angst haben vor ihrem eigenen Verhalten. Da kann schon was dran sein. Ja, wobei ich nicht glaube, dass der Agitator sich jemals irgendwie Gedanken darüber machen muss, in die Nähe einer Frau zu kommen. Nee, also zumindest nicht mit dem Sofa im Hintergrund. Also da wird ja jeder sofort unfruchtbar, wenn man das sieht. Das ist ja, ich finde es aber gut, dass man offenbar auch so eine V8 mit so einem Elgato, nee, nicht V8, wie heißt das, Super 8, die Kamera, dass man die mit so einem Elgato Camlink auch zur Webcam umbauen kann. Das finde ich schon beeindruckend, was heutzutage alles möglich ist. Ja. Das ist übrigens jetzt auch die Stelle, die später, wenn jemand den Talk anschaut, wo der mir dann quasi auch negativ auswirkt, oh, es geht ja Hack und es geht ja hier auf Äußerlichkeiten und auf technische Möglichkeiten, ja, kann ja nicht jeder so eine fette Kamera haben. Ja. Hallo, grüßt euch, Zukunftsreactions. Ihr interessiert mich nicht. Ja, fickt euch. Ihr versucht gerade einen scheiß Nazi zu defenden. Ja, fickt euch einfach. Scheiß Transfeind zu defenden. Ja. Na gut, muss jeder selber wissen, ob ihm das richtig ist. Jetzt ein Nazi? Interessant. Chat, was meint ihr? Also ich glaube, gegen Nazi kann man juristisch vorgehen, aber es ist, glaube ich, nicht eindeutig, dass er mich meint, oder? Also ganz ehrlich, sollte diese Walkabubble irgendwas juristisch Relevantes sagen, dann bringe ich das sofort zur Anzeige. Also ich habe mit diesen, wenn er eindeutig mich meint, dann kann ich es zur Anzeige bringen. Wenn es noch unklar ist, er sagt ja nur einen Nazi, wird wahrscheinlich ich mit gemeint sein. Er hat mich ja auch als braunen Wurm beleidigt, aber all das kann man ja, die Polizei und die Staatsanwaltschaft sehen das häufig anders. Das ist sehr schwierig, jemanden in Deutschland wegen Verleumdung oder übler Nachrede dran zu kriegen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber sollte da irgendwas Justiziables sein, schickt mir gerne Clips, zeigt mir da das. Wie kann man mich unterstützen? Ich werde mich, wenn ich mit meinem ganzen Uni-Zeug durch bin, mal darum kümmern, dass man meinen Twitch-Kanal und meinen YouTube-Kanal monetarisieren kann. Dann könnt ihr mich da unterstützen. Wie gesagt, wenn ich mit allem durch bin. Das schneide ich als Intro rein. Kannst du machen vor dem. Kraft euch einfach. Ja. Das ist der Klassenkampf von Hakon. Genau, unter einer Sony 6400 machen wir es hier nicht mehr. Nee, das machen wir nicht. Ja. Das wird jetzt wieder mindestens 2 Wochen im Siff hoch und runter gespielt. Ja, freue mich aber drauf. Ja. Ich auch mal ganz angenehme Menschen vorbei. Die will man auch als Zuschauer langfristig gewinnen. Ja ich meine... Das heißt übrigens Schmutz. Also das sind die Leute, die sich Lügen über andere ausdenken und meinen, man würde Leuten die Menschlichkeit absprechen, wenn man einfach nur biologische Fakten ausspricht. Und diese Leute zeichnen andere Leute dann als Schimmel, als Schmutz, als vollgeschissene Menschenhaut, als Hurensohn, als... Ihr wisst, was diese Bubble macht. Ich brauche es nicht nochmal aufzählen. Also alle, die hier zusehen, die sind ja schon... Also, und wenn ihr es nicht wisst, dann schaut euch Sinans Woche, schaut euch Imp, schaut euch Erwin, schaut euch die ganzen anderen kleinen Streamer an, die es hier auf Twitch gibt, die sich damit beschäftigen. Dich, Zuschauer aus der Zukunft. Verpiss dich. Verpiss dich einfach. Keiner liebt dich. Cool, dann mache ich die Leitung frei, falls du noch jemanden reinnehmen willst. Während ich jetzt schon, also seit ich angefangen habe, mich mit dieser Bubble auseinanderzusetzen, halt die übelsten Drohungen und Meldung beim Kinderschutzbund, Jugendamt, man hat irgendwelche Landwirte informiert, dass ich bauernfeindlich sei, man hat mich in rechtsextremen Foren gepostet, in der Hoffnung, dass Rechtsextreme auf mich losgehen, man hat meine Familie bedroht, man hat jetzt versucht, mich als pädophil zu framen. Das ist schon eine sehr angenehme Bubble, muss man sagen. Das ist schon ziemlich angenehm, muss man sagen. Also wirklich. Also. Derjenige, der sich Lügen über andere Leute ausdenkt und sagt, und die wirklich versucht zu canceln, also das macht er mit mir ja gerade, der stellt sich jetzt in die Opferrolle und beschwert sich darüber, dass er Anfeindungen kriegt und beschuldigt jetzt unser politisches Lager daran schuld zu sein, ohne irgendwelche Belege zu haben. Also das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Also wie gesagt, ich glaube Neidern sowieso kein Wort, solange er keinen Beleg dafür vorlegt. Also der denkt sich ja sowieso nur Lügen aus. Und wie gesagt, selbst wenn das alles stimmen sollte, was er uns gerade erzählt, dann hat er wahrscheinlich gar keinen Beweis, dass er zu irgendeiner Verbindung zu unserer Bubble steht. Also wenn Prolotopia oder Imp sowas machen würden, dann hätten wir davon schon gehört. Die beiden werden ja wirklich von dieser Bubble schon seit Ewigkeiten angefeindet. Und diese Bubble hätte bestimmt Belege dafür rausgesucht, wenn davon irgendwas stimmen sollte. Also es ist einfach eher Verleumdung, was Neidern hier macht. Die canceln auch nicht oder so. Das ist doch, okay.
Das ist komplett selbstironisch. Mich haben sie vor ein paar Tagen angekreidet, weil ich über eine tatsächlich pädophile Person aufmerksam gemacht habe, die sich in meiner Umgebung in der Raver-Szene auffällt. Und wurde mir vorgeworfen, dass ich Ami-Methoden nutzen würde, weil die kann ja gar nicht pädophil sein, weil ist nicht verurteilt. Mhm. Ja, das weiß man ja, ne? Also Gerichte sind immer objektiv und entscheiden letztendlich richtige Entscheidungen. Ja, das verständlich. Mach mal. Ja, Till Lindemann hat mutmaßlich auch überhaupt gar kein sexistisches Zwangssystem gehabt. Nee, nee. Aber jetzt, wo wir hier so unter uns sind, ne? Hat ihr bei dem Agitator auch so Never Forget Dicky-Vibes? Ein bisschen. Das ist einfach noch eine schlechtere Version davon. Weil der kann ja wirklich nicht gescheit reden. Ja. Es ist ein bisschen mehr Emotion dabei, ein bisschen. Also Niki kriegt es ja hin, so wenigstens 5 zusammenhängende Sätze hintereinander zu packen, ne? Das ist bei dem eher schwer. Beim Agitator scheitert selbst das ja schon. Ja. Ja, das ist schon schwierig für ihn, das hinzubekommen. Aber er hat ein paar Fremdwörter auswendig gelernt. Ne? Also Hegemonie zum Beispiel sagt er andauernd. Er sagt dauernd Hegemonie, wenn man ihm zuguckt. Das ist so irgendwie in jedem 5. Satz. Weil er einfach so ein paar Fremdwörter hat er auswendig gelernt und die verwendet er dann irgendwie andauernd, um schlau zu klingen. Naja, das ist ja gleich, was die Frau macht. Ja. Hat auch Sarah Wagenknechts Buch einfach unterm Kopfkissen oder so. Bringt Glück. Ja, also Sarah Wagenknecht hat eine sehr viel harmlosere Positionierung als der Agitator. Ne? Im Vergleich ist Wagenknecht halt links, radikal und progressiv. Eine Position, die ich habe, die von denen des BSW abweicht. Meine Position zur Migration entspricht der des BSW. Meine Position zum Selbstbestimmungsgesetz entspricht, soweit ich weiß, der des BSW. Also Sarah Wagenknecht hat sich auch schon gegen das Selbstbestimmungsgesetz beispielsweise ausgesprochen. Also ich wüsste nicht, wo ich da andere inhaltliche Positionen hätte. Ja. Ach, die können sich doch beide ficken gehen. Also Wagenknecht und der Agitator der sozialen Marktwirtschaft sollen halt beide die Fresse halten. Was ist denn das, Alter? Ja, das ist soweit richtig. Unterschreibe ich. Ich meine, Ausländer raus für den Klassenkampf. Alerta, Alerta. Alerta, ja. Öffentlich-rechtliche Medien abschaffen für den Klassenkampf. Ja. Für den Klassenkampf sämtliches Pflegepersonal rauswerfen. Für den Klassenkampf Leute angreifen, die sich auf die Seite der benachteiligten Menschen in unserer Gesellschaft stellen. Ne? Das sind die richtigen Klassenkämpfer, sind nämlich diejenigen, die diese Leute angreifen. Ja. Ja, das ist, wissen viele nicht. Ich war einmal bei Nemesis und habe da geschrieben. Und der war auch komplett drüber, der hat mich dann direkt als Faschist bezeichnet, weil er hat gesagt, er kann mir jetzt hier noch einen würdevollen Abschied bereiten. Und dann habe ich geschrieben, ich pisse auf deine Würde. Und dann hat er sich komplett eingestuhlt. Ja. Ja, wieso kann man es nur nicht haben, dass diese Bubble dauernd so unhöflich zu einem ist? Ich weiß es nicht. Kann mir jetzt nochmal einer erklären, was sie mit dieser scheiß Hebelwirkung meinen? Na, das ist ganz einfach. Also wenn du jetzt zum Beispiel gegen rechts bist, ne? Ja. Und die Rechten haben ja einen Hebel, weil es Linke gibt. Und weil es Linke gibt, die sagen, wir sollten die Ausländer behandeln wie Menschen, ne? Was ja aus rechter Sicht absurd ist. Und wenn du jetzt die Linken loswerden willst, dann musst du den Rechten den Hebel nehmen und selber rechts werden. Und wenn du selber rechts wirst und dann auch sagst, die Ausländer also sollen... So. Ah, ja. Also es war auf jeden Fall der unnötigste. Also von den 3 Talks, die ich da gemacht habe, muss ich jetzt nochmal so ein bisschen abschließend Fazit ziehen, war so der unnötigste. Weil also der Typ ist halt wirklich komplett durch. Da ist gar nichts mehr zu machen. Da ist wirklich überhaupt nichts mehr zu machen. Wie gesagt, da kann man sehr viele Positionen, wie ich sie hier in diesem Kanal vertrete, in Deutschland eine größere Rolle spielen, dann wählt BSW. Hardcore-Zuschauer wissen das schon vorher, dass das der unnötigste Talk wird. Ja. Ich wusste es tatsächlich auch vorher, nachdem ich 15 Minuten von diesem Video gesehen habe, ne, wo aus die meisten Timestamps sind. Da wusste ich auch schon, dass das ziemlich unnötig wird. Weil es halt ein Rechter ist. Durch und durch. Rede mit Leuten, also mit Real Talk ist das. Das ist ein Podcast mit 3 Leuten, die ziemlich konservativ sind. Und, hallo Outlaw, du bist gerade da. Und beleidige sie nicht als Faschisten, so wie Nathan das gerne macht. Und deswegen bin ich rechts. Ja. Vielleicht habe ich auch, dadurch, dass ich ihn sofort, also relativ ohne irgendwelche Umwege, mit dem konfrontiert habe, was er sagt, ne, also diese ganzen rechten Positionierungen, weil ich gar keine Lust hatte, mit dem lange zu reden. Ich habe ja vorher schon gesagt, könnte schnell zu Ende sein, der Talk. Weil ich gar keinen Bock hatte, mit dem lange rumzureden, wenn der sich eine AfD-Regierung wünscht in Ostdeutschland. Ja, das ist, Das ist eine Lüge. Ich mache Werbung dafür, dass BSW gewählt wird, nicht die AfD. Aber ihr merkt, er denkt sich dauernd irgendwelche Sachen raus. Outlaw, ich würde sagen, nicht mal ziemlich konservativ, sondern sagen eher normal. Naja, ihr seid AfD-Vorfeld. Da würde ich schon sagen konservativ. Also... Da habe ich dann einfach auch keine Lust, dass das dann irgendwie lange dauert. Da habe ich den dann einfach direkt seine Scheiße vor den Kopf geklatscht, direkt vom Koffer geklatscht und dass er dann halt komplett hart transfeindlich geht. Naja.
Das habe ich jetzt so ehrlicherweise nicht. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass wir Leute, die sich halt abweichend zu diesem Thema äußern, nicht als transfeindlich verleumden. Was ist Neitans Schlussfolgerung daraus? Ich wäre transfeindlich. Also das kann man sich nicht ausdenken. Ich erwartet, aber gut. Dann war es halt noch schneller vorbei, als ich ursprünglich vermutet habe. Der wirkt schon schlau. In welchem Universum wirkt der schlau? Weil er ein paar Fremdwörter gelernt hat oder warum? Weil er manchmal Hegemonie sagt. Weil ich weiß, was Wörter bedeuten im Gegensatz zu dir. Und nein, das macht mich nicht schlau. Das ist das Minimum dessen, was man eigentlich haben sollte, dass man zumindest das, wovon man redet, vernünftig definieren kann, wenn man auf Twitch politische Streams macht. Sonst kommt da nämlich nur Unsinn bei rum. Ich meine, du konntest nicht definieren, was Diffbubble ist. Ich habe mir Minute 1 gesagt, Nathan hat so wirklich gar keine Lust auf den. Auf den hatte ich wirklich gar keinen Bock. Ne? Also nachdem ich den Talk mit Faschus gesehen habe, ey, gar keinen Bock auf den. Null Komma gar nicht. Ich hatte ja andauernd als Faschus bezeichnet und dich ja sogar ganz persönlich. Also musst mal prüfen. Also ich glaube, das ist justiziabel. Also ich glaube, fick dich, du scheiß Faschist, das ist justiziabel. Musste mal prüfen lassen. Also, wie gesagt, gegen mich hat er, glaube ich, leider ja jede Menge Beleidigungen rauszuhauen, aber jemanden in Deutschland dafür dran zu kriegen, ist echt schwierig. Aber ich glaube, scheiß Faschist, das ist dann oberhalb der justiziablen Schwelle. Mal sehen, wer als nächstes ankommt. Ja. Aber ey, der taucht ja immer wieder überall auf und jetzt wissen wir wenigstens, wer das ist, ne? Das ankommt, Lexi. Lexi hat dir schon ein Talk-Angebot gemacht. Ich habe mir jetzt einen Nachmittag Arbeit gemacht, um mir mal so drei Videos von dem anzugucken. Jetzt wissen wir zumindest, wer der ist. Ja, wie gesagt, das wird alles verlinkt unter dem. Du musst dich da mal informieren, jetzt nicht bei einem Anwalt oder so, sondern man kann zur Polizei gehen und Anzeigen stellen. Und Neitan, der ist ja, dessen Identität ist ja nicht schwierig zu ermitteln. Nee, gerade jetzt redet er gerade. Eben hat er über euch geredet, er hat euch als Faschisten bezeichnet. Ah, du hast ja schon den Clip, wo er dich persönlich Scheißfaschist nennt. Das ist ja persönlich auf dich bezogen. Das ist ja keine Bezeichnung für euch drei, sondern nur auf dich. Und ich weiß nicht, ob man dafür Menschen wegen so also Faschist, ob das als Beleidigung durchgeht. Das weiß ich gerade leider nicht. Also müsste es eigentlich oder als üble Nachrede. Müsste es eigentlich. Und für eine Anzeige musst du ja kein Geld ausgeben. Wie gesagt, musst du mal gucken, ob man Leute für Faschisten ankriegen kann. Also, das kann man ja googeln. Also, es ist wirklich extrem schwer. Da hatte ich mich schon mal ein bisschen informiert, jemanden in Deutschland für sowas dran zu kriegen. Da hast du häufig nur noch die Möglichkeit abzumahnen, aber du kannst Leute auch anzeigen und das kostet kein Geld. Das kannst du einfach so machen. Unter dem Video auf YouTube. Und dann könnt ihr dann, sollte das nochmal irgendwo Thema sein, könnt ihr das einfach verlinken. Ne? Ich bin mal gespannt, ob er das Video löscht, wo er mit diesen drei Anime-Figürchen redet. Ich bin mal gespannt, ob er das löscht. Nicht, das war ein guter Talk. Aber es ist natürlich egal, weil ich habe ja eine fette Festplatte, ne? Also wie ihr alle wissen. Wie fett? 5 Terabyte. Bitte mal 4 Wochen keine Talks dieser Art. Fashion Fire Fairwork quasi. Ja, es ist jetzt auch erstmal nichts mehr, ne? Wir haben am Freitag einen Talk. Am Freitag haben wir einen Talk, auch um 22 Uhr. Und der wird richtig nice. Also der wird richtig nice, weil da sprechen wir mit einem Tier, mit einem Freitag reden. Party such as that are openly fascist. Workers with migrant. Folgen. Giving voice to the post-war German promise of never again to right-wing extremism. I'm actually demonstrating for the. Das hat übrigens, also der Agitator hat auch diese Demos gegen rechts sich genommen und hat dann auf Twitter gepostet Folgendes. Das fand ich auch also großartig. Wo haben wir es? Daran erkennt man nämlich auch tatsächlich einen echten Linken, wenn es dann um Demos gegen rechts geht. Wenn er dann sowas schreibt. Also Tilted Frost hat aufgerufen, zu den Demos zu gehen und politische InfluencerInnen da draußen, traut euch doch jetzt in Klammern. Frost ist ein elendiger Hetzer, der Leute in die Nähe der AfD rückt, die damit nichts zu tun haben. Beispielsweise mich. Wenn noch nicht offen gegen die AfD Stellung zu beziehen,
seht hin, wie viele auf der Straße sind, teilt Demo-Termine, zeigt konsequent, dass sowas keinen Platz bei euch hat. Ne? So ein bisschen Mobi-Arbeit für Demos gegen rechts. Und der echte Linke geht nämlich jetzt hin und sagt, unpolitische Influencer-Sternchen außen, versteht ihr? Wegen innen! Ne, außen, versteht ihr? Witzig. Traut euch jetzt offen, gegen die Ampelkoalition Stellung zu beziehen, die unser Land deindustrialisiert, Bevölkerung verarmt und uns in einen neuen gefährlichen Rüstungswettlauf hineinscheut. Also wenn es gegen Rechtsextreme geht, dann sagt der echte Linke, nee, guckt euch lieber. Mich für Abrüstung und für Umverteilung, beziehungsweise dafür ausgesprochen, dass die Realeinkommen der Bevölkerung nicht noch weiter sinken. Also wie viel Linker geht es denn noch? Über die neoliberale Regierung an. Die ist nämlich schon echt viel schwieriger und gefährlicher. First time in my life. Das ist meine Schuld. Dass sie dann jammern, von wegen, ja Mensch, die Reichen sind die Bösen. Ich glaube sogar das Gegenteil. Also gerade in der Privatjet-Industrie ist es ja nun mal so. Die türkische Gemeinschaft in Deutschland ist schon konservativer oder rechter als die türkische Gesellschaft. Und das war ich gucke, ob antisemitisches. Ja, okay. Und dann immer mehr Vertrauen auch verloren. Scheint nicht. Volkshochschule stehen in keinerlei. In einem ausgebauten Bauwagen. Das ist für alle leichter runtergeladen. Meanwhile, ne? Ich meine, 2023 war ja schon komplett. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Es war ungefähr. Nee, eigentlich war es wilder, als ich gedacht habe. Also diese heftige Transfeindlichkeit habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Ich gehe zum Schluss nochmal darauf ein. Ich habe nur gesagt, dass wir netter zueinander sein sollten, dass wir Leute nicht ohne Grund als transfeindlich verleumden sollten. Was macht Neitern? Verleumdet mich ohne Grund als transfeindlich. Kann man sich nicht ausdenken. Ehrlich sagen, habe ich nicht kommen sehen. Aber ja, es war trotzdem annähernd ungefähr. Es war also wilder, wie ihr diese Lüge auch immer wieder wiederholt. Und, das muss ich auch mal prüfen, inwiefern. Wahrscheinlich kann man gegen Transfeindlichkeit nicht juristisch vorgehen, weil das so ein Woker-Kampfbegriff ist. Das ist genauso was wie Verschwörungstheoretiker oder Rechtspopulist. Das ist nämlich, nehme ich mal an, etwas, was so unklar und schwammig definiert ist und so häufig verwendet wird, dass man dagegen nicht juristisch vorgehen kann. Nehme ich mal an. Ja. Ich denke, das könnte man jetzt auch ganz gut als Abschluss nehmen für die Gespräche von Leuten aus diesem Dunstkreis. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für eure Unterstützung. Bleibt stabil. Kommt gut. Kommt gut. Dem kann ich mich nur anschließen. Stellt euch diesen Walken-Hetzern entgegen, wo ihr sie seht. Sie sind unsere politischen Gegner. Sie wollen uns in eine Dystopie führen. Das ist brandgefährlich, was diese Leute wollen. Sie versuchen, den freien Diskurs zu zerstören und Leute, die ihrer totalitären Ideologie nicht folgen, als Faschos zu framen und aus dem freien demokratischen Diskurs auszuschließen. Diese Leute sind Antidemokraten und wir sollten uns ihnen entgegenstellen, wo wir sie sehen.